Yeah, Faultier ist 5. Wow, toll, super, das ist geil. Wow, unbedingt gucken. Wow, du bist es. Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Faultier ist 5. Ihr wisst schon, 5 geekig nerdige Minuten, wo ich einfach das Zeug der letzten Woche Revue passieren lasse. Fangen wir also direkt an. Herzlich willkommen in 2013. Nachträglich noch einen guten Rutsch. Was hat sich geändert? Die GEZ gibt es immer noch, aber es gibt nicht mehr die GEZ-Gebühr, sondern jetzt die Haushaltsabgabe. Sprich, auch wenn ihr kein Radio mehr habt, jeder Haushalt, auch ohne die Dinger, zahlt die knapp 18 Euro. Kann man zustehen, wie man will. Auf der einen Seite wird man dazu gezwungen, deswegen sind auch noch viele Klagen anhängig. Auf der anderen Seite gibt es dafür auch Tagesschau, Maus, Tatort. Klar, da können jetzt wieder Leute sagen, das könnte man auch mit Werbung finanzieren. Andere sagen, nein, diese Vielfalt und allein mit Werbung geht überhaupt nicht. Deswegen muss gezahlt werden und. Auf diese Sache möchte ich jetzt aber nicht eingehen, sondern es gibt auch Neuerungen, denn die ARD geht jetzt hin und streamt ihr Programm ins Internet. Natürlich nicht das komplette Programm hier und da, wird es wieder sagen, das ist nicht im online erhältlich, weil Rechte andersweitig vergeben worden sind. Aber zumindest schon mal ein erster Schritt. Natürlich sagen andere jetzt, brauche ich eh nicht, gucke ich mir bei Zattoo andere Seiten oder was auch immer an. Aber nun ja, langsam bewegen sich auch unsere alten öffentlichen Dinosaurier ein bisschen ins. Und ich finde das schon mal ganz, yeah. Apple hat mal wieder für eine Klage in den USA ins rüberbekommen. Diesmal ging es um die Bezeichnung App Store. Und zwar haben sie da Amazon verklagt, weil die auch App Store ihren App Store nennen wollten. Und ich meine ganz ehrlich, okay, das Ding heißt App Store, auch wenn Apple vielleicht die ersten waren, die ihren App Store genannt haben und damit vielleicht auch dieses Wort erst irgendwie geschaffen haben. Aber nun ja, es ist ein App Store. Ich glaube ja auch nicht, dass der erste Supermarkt alle anderen Supermärkte verkauft haben, weil die auf einmal auch mit Supermarktwerbung gemacht haben oder der erste Fernseher. Naja, auch hat die Apple diese Woche mal wieder für Begeisterung gesorgt und zwar auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und zwar, ihr wisst schon, Fusion Drive, eigentlich nur eine Mischung aus SSD und normal rotierender HDD-Festplatte, gibt es jetzt bei den neuen iMacs käuflich zu erwerben, aber nicht in der geringsten Basisversion. Da konnte man diesen Fusion Drive nicht extra zubuchen. Bis jetzt, sprich 2 Monate, nachdem man die Dinger bestellen kann, schiebt Apple jetzt eine Bestelloption nach. Das, sowas Ähnliches gab es beim 15er MacBook Retina auch schon mal. Und das ist eine Update-Politik. Die geht den Leuten auf den Beutel. Gerade den Early Adapters, die das Zeug direkt kaufen und wollen, die stehen dann da. Ich kenne halt 2 Leute, die hätten gerne den Fusion Drive gehabt. Und Apple hat es nicht angeboten und 2 Monate später. Das ist in meinen Augen nicht ganz so schlimm, wie wenn sie ein iPad 3 für 6 Monate aktuell lassen und dann das iPad 4 rausbringen. Kommen wir zu den Spiele-News. Meldung Nummer 1. Ich hatte zwischen den Tagen mal richtig viel Zeit zum Xbox zocken und hab's auch genutzt und hab das toll gefunden. Yeah! Meldung Nummer 2. Es gibt ein neues Kickstarter-Projekt. Wir erinnern uns alle noch an Oya, diese Android-Spiele-Konsole. Ist, glaube ich, über 8 Millionen US-Dollar Support auf der Kickstarter-Seite, sind da zusammengekommen, die werkeln natürlich an dem Produkt. Jetzt gibt es was Neues, und zwar den GameStick. Sieht, glaube ich, ein bisschen so aus wie ein alter Nintendo-Controller. Hinten ist dann noch so ein Fach, da ist dann ein HDMI-Stick drin. HDMI ans HDMI-Kabel oder hinten direkt rein an Bildschirm oder Fernseher. Und voilà, ihr habt das Bild, könnt es dann über den Stick steuern. Der Stick hat auch WLAN eingebaut, unterstützt 1080p, 8 GB Fläche, 1 GB RAM, ganz Standardprogramm. Einfach nochmal ein neues Projekt und eine vielleicht Alternative zu diesem Euer-Zeugs. Habe ich es mir bestellt, also ich glaube, es sind insgesamt knapp 95 US-Dollar. Ich bin jetzt über den Wechselkurs nicht im Klaren, aber irgendwie was zwischen 70 und 75 Euro. Ich weiß noch nicht, ob ich nicht soll. Mein iTunes-Film der Woche war der Amazing Spider-Man für, ich glaube, fast 5 Euro in der HD-Version habe ich da bei iTunes bezahlt. Und ich fand ihn toll, ich fand ihn gelungen, ich habe den damals total im Kino verpasst. Ich wurde super unterhalten, es ist halt, das muss man im Kopf halten, es ist ein Paralleluniversum, beziehungsweise einfach eine Parallelgeschichte, eine andere Storyline, ein bisschen was ist anders. Und der hat mir super gefallen. Eigentlich muss ich sagen, er hat mir eigentlich besser gefallen als die Original-Spider-Man-Filme. Mit dem auf dem Kopfknutscher, ihr wisst schon, wie er alle heißt. Egal. Kaufempfehlung auf jeden Fall.
auch mal jetzt mal nehmt die HD-Version, weil da sind tolle Bilder auch dabei. Die 5 Euro haben sich gelohnt für mich, finde ich. Locker 8 von 10 Punkten haue ich dafür auch in den Film mal raus. Kommen wir zum QWERTY-T-Shirt der Woche. Mal wieder ein altes. Es ist ein an eine NES-Konsole angelegtes T-Shirt. Natürlich von der IT-Crowd. Halte ich mal so ein bisschen ins Bild. Sehr cool. In der nächsten VTS 5 Folge gibt es dann auch ein aktuelles QWERTY. So, das war's mal wieder. VTS 5 Folge 6 und 1, 61 ist vorbei. Euch allen guten Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!